Sollen wir warten oder sollen wir es machen? Also Stahl brauchen wir halt auf jeden Fall jetzt. Ich weiß nicht, wie Pazzi das auch sieht, wie dringend er oben ausbauen möchte. Ja, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ich habe statt meinen Waste Tank mein Jetpack geleert. Ups. Naja, aber jetzt bist du auf jeden Fall, jetzt kannst du hinten nachholen. Wir haben mehr als genug davon. Ja, ja, Gott sei Dank. Das ist schon. Ja, kriegst jetzt mal das frische Zeug, weißt du? Nicht den ja. Alten Plunder. Ja. So, oben der Gastankraum ist auf jeden Fall mal zu. Jetzt muss ich den nur irgendwie schaffen, mit Strom anzuschließen. Mhm. Das wird eher die Herausforderung, weil wir da die Foundations dazwischen haben. Und oben der ganze Raum jetzt da voll ist mit heißer Luft. Ja, das wird eine ganze Weile dauern. Also den Raum oben oder die Räume oben leer zu pumpen, wird extrem lange Zeit brauchen. Weil das ist ein Riesengebilde, was wir da haben. Und das sieht man ja an der Base, wie lange es schon dauert, das richtig vollends voll zu machen. Ja. Na, müssen wir mal schauen. Also wie dringend ist euch Stahl gerade? Ich bin kein Verbraucher, sondern ein Lieferant. Pazzi? Ich guck gar am Essen. Lass dir schmecken. Wie dringend brauchst du Stahl? Wie dringend ist es? Nicht mehr momentan. Gut, dann lasse ich das da leider jetzt erstmal laufen, weil das. Ja. Es ist immer gut, einen Plan fertig zu machen, bevor man den nächsten anfängt. Dann dauert es halt jetzt mit Stahl. Falls wir da was brauchen, müssen wir schauen. Das wäre jetzt auf jeden Fall ein Clip wert für Twitch Clips Germany. Was? Zwei Seiten von Zwerg. Ja? Ja, deine Weisheit gerade, das wäre ideal für Twitch Clips Germany. Wieso? Ja, diese Weisheit, die muss man weitergeben an die Öffentlichkeit. An die Öffentlichkeit auch noch? Naja, jeder muss das wissen. Ich finde auch. Jetzt mal blöd gefragt, Pazibert, ich bin ganz begeistert von deinem neuen Batterieraum. Ja, der ist leider noch nicht fertig, weil ich noch nicht den Sauerstoffraum abreißen kann. Und mir hat vorhin gerade einer gesagt aus dem Chat, dass anscheinend die Fundamente mit der Temperatur der Oberfläche gefüllt werden. Und das uns wahrscheinlich das letzte Mal das Problem war. Ja. Dass er quasi einen Block voll macht. Ja. Mit der Venus, also mit der Umgebungsluft, die zu dem Zeitpunkt war. Ja. Ja gut, wenn dem so ist, dann bleibt dir nichts anderes übrig. Ja, dann musst du mit Wänden das Ganze abkleben. Genau. Und dann die Luft nach draußen wegpumpen. Genau. Ich meine, das ist ja bei unserer Base tatsächlich leicht möglich, ne? Philipp, danke für 29 Prime! Ich habe noch was gefunden, Zwergherz. Oh, wie lieb, dankeschön. Ja, also das ist bei unserer Base, wir können das ja relativ einfach machen, dass wir dann die einzelnen Wände eben mit. Oder die einzelnen Blöcke mit Wänden abkleben und dann quasi eine Art Raum darum bauen, den wir dann nach außen entlüften. Dann ist halt ein Riesenaufwand vorher. Okay. Dann haben wir jetzt Wasser als nächstes. Noch Wasserrohre, ein paar sind noch da. Ja,
Okay. Ich muss mal gerade gucken, was wir alles brauchen. Gibt es eigentlich? Gibt es eigentlich ein elektrisches Ventil für Wasser? Ja, ne? Ja, im Zweifelsfall die Pumpe. Die normale Pumpe, ne? Also, die Wasserpumpe sollte als Ventil auch taugen, ja. Okay. Skeff, ich habe beides gehabt. Ich habe einmal mir selber, noch bevor es richtig cool geworden ist, hatte ich selber bei Epidemic mir meine Musik lizenzieren lassen. Und danach hat das Netzwerk quasi, sind die darauf gekommen, dass das viele Creator haben wollen und haben dann so eine Dachlizenz für alle Creator aus dem Netzwerk quasi dazu gepackt. Das war ganz praktisch. Liquid Digital Wave Valve Das klingt gut. Das heißt, wir können das Ding auch ansteuern, indem wir auslesen. Gut, damit kann ich leben. Und dann brauchen wir mal einen davon. Kirino, moin moin, grüß dich! Die Turbopumpe haut gut raus. Ja, naja. Wir haben so wenig Wasser, ich bin froh, wenn dann nicht so viel auf einmal durchläuft. Ich hab da ein bisschen Angst vor, wisst ihr? So, wir zweigen jetzt hier oben ab. Da. Und zwar hier ungefähr. So, hier ungefähr. Oder hier. Das schaut schön aus. Immer ein bisschen Angst, wenn ich hier Rohre verlege, damit das genau sowas passiert. Dass ich bei. Also es ist mittlerweile tatsächlich echt anstrengend, Rohre hier zu verlegen, weil ich an Pazis Lampen vorbei muss und die überall sind. Jetzt beschwerst du dich, dass du mal Lampen haben. Davor hast du es gefeiert, jetzt kommt das Beschwer. Ich beschwere mich auch immer, wenn deine Jutes und deine Rohre im Weg sind, wenn ja. Ich Kabel verlegen möchte. Die sind immer im Weg. Ja, aber es ist die Lampen sind echte Plage. Ne? Weißt du, wie viele Umgehungen ich machen muss, um ein Rohr durch die Base zu ziehen? Ja, das muss ich mit dem Kabel auch machen. Ach, jetzt sag doch sowas nicht. Wobei, wir könnten wir könnten das Wasserrohr jetzt tatsächlich davor verlegen und dann mit über die andere Bridge drüber geben. Das sähe bestimmt gut aus. Mhm. Dann ist das nur an einer Stelle quasi so eine Geschichte. Ja, warum nicht? Pazzi freut sich, wenn da so eine gigantische Breite an Rohrleitungen langläuft. Schon bei der gleichen Leitung. Oh nein. Von mir selber besiegt worden. Anstrengend und stressig gesehen. Oh. Was? Nee, bei mir im Chat.
anstrengend und stressig. Das ist nicht gut. Ich finde es bei der Person schon gut. Was? Nachdem sie so frech war. Frech auch noch? Ja, die sind immer frech. Also wirklich, ich muss erzieherische Maßnahmen in meinen Chat eigentlich integrieren. Ja? Ist das, ja, ist das muss so, ich. So weit gekommen jetzt? Es ist furchtbar. Uff. Die sind alle frech. Alle? Ich werd so eine Strichliste einfach führen und dann so wie in der Schule, also für gute Leistungen und das Ganze bekommst du ein Sternchen, wenn du schlimm bist, bekommst du einen Eintrag in der Mitteilungsheft und musst dann mit deinen Eltern angerufen. Ins Mitteilungsheft auch noch, weißt du? Ja gut, für manche brauchst du da aber dann einen Ordner, ne? Also, ja, für manche wahrscheinlich so 90% vom Chat und die anderen 10% sind alle nur die Bots, Stream-Elements und Nightbot. Ach ja, Wasserleitungen verlegen. Mensch, ist fast so gut wie die Gasleitungen. Das ist okay, ja, das ist in Ordnung. Zum Glück müssen wir hier nicht darauf achten, dass auf Wegstrecke irgendwie mehr Druck oder sowas ist. Das wäre doch der nächste völlige Brainfuck, dass du dann überall Pumpen zwischen reinbauen musst und so einen Schmarrn. Ja, wenn du willst, dass die Gase sich vernünftig von A nach B bewegen, musst du das. Ja, ja. Aber da wir keinen Stress haben, ja, jetzt habe ich hier alle Leitungen oben angeschlossen. Wir haben quasi der Sauerstoffraum ist jetzt mehr oder weniger betriebsbereit, ne? Wollte ich das Zeug noch reinwerfen, weil wir das dann später hier brauchen werden. So. Dann brauchen wir haben ja jetzt hier oben mittlerweile 81 Grad runter. In der Base bin ich jetzt bei 77 und je weiter ich zum Maschinenraum komme, desto kühler wird's. So. Jetzt die nächste Frage. Wir brauchen die Pflanzkästen noch als nächstes. Wo waren denn die Dinger? Und einen Kühlschrank müssen wir oben auch noch bauen. Uch, ja. Okay. Fällt mir gerade ein. Mensch, so einen Kühlschrank haben wir schon lange nicht mehr gebaut. Dinix, einen wunderschönen guten Abend. Hi. An das Sauerstoffrohr noch eine Filtration, welcher Sauerstoff aus dem Gewächshaus in das Rohr filtert. Skagi, das bauen wir dann. Das ist, wie gesagt, die ganze Filtration und die Kühlung und so weiter, das machen wir dann alles noch. Aber da warten wir jetzt, bis die Zieltemperatur erst erreicht ist, weil das muss man eh abwarten. Eine kleine Kochnische rein. Nee, ist zu weit weg, oder? Das müssen wir dann eigentlich hier oben machen. So. Ich finde das irgendwie cool, wenn wir das hier unten bauen würden. Hier so zwei Kühlschränke und hier so eine Kochecke.
Zwergenliebe. Ey, dankeschön, Dani, für deinen Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Hi. Und Sister, noch einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. So. Jo, ja. Wir haben jetzt sogar eine S-Ecke. Cool. Da haben wir die richtige Ecke, wo wir dann auch die Streamende bla bla immer machen können. Ja. Dann muss ich die ja. Warte mal, dann muss ich sie ja. Muss ich ja lila anmalen. Bin auf dem Weg. Es wird nachgereicht. Ja, eine Bank fehlt uns leider noch. Code Blue muss noch im Stehen essen, aber das, naja, sind wir ehrlich, er steht die ganze Zeit hier nur. Also. Meine ich auch, das ist ja für ihn kein Problem. Ja, also, ich meine, wir könnten ihn ja da rüber schieben, ne? Das wäre jetzt auch kein Ding. An die freie Stelle. Dann lass man einfach da stehen und dann, ja, dann wird schon, das ist okay. Wir könnten ihm auch einfach da hinten so einen kleinen Einzelhocker hinbauen. Das ist ja gut. Das ist hier so, hier wäre das geil. Ey, es gibt mittlerweile richtig viele Tische und so Zeugs. Ja. Ach krass. Oh, ich sehe es gerade bei dir, Nash. Bisschen übertrieben, aber why not? Ach egal, das lassen wir jetzt so stehen. Schön, gefällt mir. Finde ich cool, find ich großartig. Wann haben wir ja wunderhübschen guten Abend, hi. Schwedisches Möbelhaus, klar. Ja, schwedisches Möbelhaus. Finde ich auch. So. Basic Shoots. Ja, wir bräuchten eigentlich sowas wie so eine Art Verschattungsmöglichkeit für unser Gewächshaus. Dass da nicht so heiß wird nachmittags oder mittags rum. Irgendwie eine coole Idee. Bin mir nicht ganz sicher, gibt es nicht sogar so Rollläden, die ja, spezifisch ja. dafür... Genau, die gibt es, diese Shutter-Dinger, kannst du machen. Und da musst du halt einstellen, machst dann einen Tageslichtsensor hin und so ein Gedöns ist das. Ne? Ja, genau, Tageslichtsensor, Batchleiter. Aber die waren, glaube ich, sauteuer, die Teile. Also die brauchten irgendeinen T2-Alloy, glaube ich. Oh. Ich mache jetzt erstmal eine Mikrowelle. Das muss mal drin sein. So, und dann brauchen wir noch... was machen wir denn noch? Was ist denn der nächste Baustellenbereich? Eine Chemistry Station machen wir auch noch. Wollte ich schon immer mal haben, so ein Ding. Gar nicht, wie viel man so auf so einen Tisch draufstellen kann.
Bei Pazzi steppt der Bär? Was macht der Pazzi denn? Steppen? Was mit Pazzi? Nee, bei mir steppt gar nichts. Also gar nichts steppt bei mir. Okay. Bist also, du der entspannte Bär? Ich bin immer entspannt. Also, kann ja gar nicht anders bei diesen freundlichen, netten Leuten. Oha, was ist passiert? Möchtest du darüber reden? Killer 9, danke für 37! Ich wollte mich auspeitschen so. Zum Beispiel. Wen willst du auspeitschen? Sie wollen, dass ich mich selber auspeitsche. Nicht ich. Ich bin entsetzt von diesen Zuständen. Ja. Die kommen alle von dir, Zwerg. Das sollte dir zum Denken geben. Was will ich darauf sagen? Ja. Bei dir wird das wahrscheinlich unterbunden und dann kommen sie zu mir rüber und tun sie nach ihren Fetisch freien Laufen lassen. Ja. Da, Pazzi in Lack und Leder. Nee, das haben die von mir, das ist okay. Das haben die von dir, okay. Du willst mich in Lack und Leder sehen, alles klar, okay. Oh, Pazzi. Aber nur, wenn du in einem Borat-Badeanzug von mir... Na. Ja. Lassen wir das jetzt. Und Halsband. Und, aber dann, ja. Dann okay, gehen wir gemeinsam in der Innenstadt Eis essen. Ja. jetzt wird's bei mir schon komisch. Weißt du, schamlos, ja? Ja, jetzt kommt auch, ich dürfte auch dich auspeitschen, der Chat hat kein Problem damit. Wie der Chat hat kein Problem damit? Wenn ich dich auspeitsche. Sag mal, was ist denn eigentlich... Ich im Leder, Lack und Leder und du mit dem Bohrenanzug, ich mit der Peitsche. Jetzt mal eine blöde Frage. Wie kann man eigentlich... wie kann ich denn eigentlich diese blöde Mikrowelle da anschließen? Ach, die musste man doch hinschrauben, oder? Ja. Die musst du mit einer Wrench festschrauben und dann kannst du einfach am Tisch den Strom anmachen. Ja, genau. Sehr geil. Yes, jetzt kriegen wir mal hier so ein paar Experimentiertischchen hin. Ach, herrlich. Machen wir morgen Chemieunterricht. Mit Pazibert. Alter Schwede, wie cool das aussieht. Das gefällt mir doch jetzt schon. Cool. Was? Was gefällt dir? Weil, du musst. Bist du in der Base? Ich bin oben. Okay. Ich sprühe das nochmal anders. Und ich sprühe auch den Tisch anders. Ja, jetzt gibt's endlich wieder Pazibert wieder die Kartoffeln. Er will das doch. Er träumt doch nachts schon davon. Was ist denn dein Gruß heute? Bekommst du auch schon einen Eintrag in dein Mitteilungsheft? Ich auch. Ja. Ja, es heißt ja, was die meisten Punkte bekommt, muss mir eine 4090 Ti kaufen. Bitte? Na, da weiß ich doch ganz genau, dass der Wiener und Tropfnase ganz weit vorne sind, ne? Also ganz weit vorne. Also ganz weit vorne. Selvida heißt das Mitteilungsheft. So, Pazzi Bert, wenn du bei Zeit mal wieder bei uns zu Hause bist, ja? Ich habe hier ganz viel tolle Sachen gemacht, ja? Und das ist ja cool alles. Ja. Bin hier völlig irritiert. Ja, da bräuchten wir Säfte. So, 70 Grad zeigt unser Thermostat an. Das ist aber gut. Mhm. Und das bei 82 Kilopascal, ne? Also, man muss sagen, wie es ist, ne? Also, ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Also es gab einige Tage im vergangenen Sommer, die haben sich hier im Arbeitszimmer ungefähr genauso angefühlt. Ja. Nur, dass die Luftqualität hier schlechter war. Vor allem mit zunehmender Dauer, ne? Ja. Ich kenne das, ja.
Okay, wir brauchen noch ein paar Sachen für oben. Wo ging das jetzt mit diesen blöden Pflanzkübeln? Planterbox. Warte mal, welche Planterbox bauen wir denn da? Den Hydroponic Tray, da können wir Wasser anschließen. Aber gab es nicht noch die noch größere Variante? Ja, was heißt größer? Die Hydroponic Trays, die gibt es mit und ohne Netzwerkanschluss. Ohne Netzwerkanschluss ist ein bisschen scheiße, weil dann kann man es nicht automatisieren. Das ist nicht so schön. Okay. Dann gibt es aber auch noch eine Hydroponic Station. Und das ist halt richtig so ein Kasten mit Glas drumherum und einer Lampe drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht auch ohne Atmosphäre funktioniert, das Ding, aber ich glaube eher nicht. Aber das wäre wahrscheinlich für uns für den Anfang mal das Richtige, weil dann würde ich mich daneben stellen, während wir unsere ersten Pflanzen machen und würde immer, wenn Samen reif sind, die Samen schon mal rauszucken. Ja, das wäre cool. Um Samen zu vervielfältigen, weil aus, ich sage jetzt mal, weil Dinge geschehen sind und Fehler gemacht wurden, bin ich alle fest davon überzeugt, dass man immer viel zu viel Samen auf Vorrat haben sollte. Ja. Denke ich auch. Okay, pass auf, ich baue von den Station-Dingern, baue ich mal so 15 Stück oder so. Keine Ahnung. Zwei oder drei. Sauerstoff. Ja, aber wie du meinst. Ja, mach mal einfach, du weißt doch, wie es ist. Ja? Aus viel Ressourcen folgt viel völlig übertreiben. Ja, gut. Dann bin ich ja am Ende letztendlich selber schuld. Die kosten tatsächlich gar nicht mal so die Wucht. Ne? Also da ist ein bisschen Gold, ein bisschen Kupfer, ein bisschen Stahl, ein bisschen Nickel drin. Also das ist überschaubar, was die Teile kosten. Ja, die kosten ein Zehntel von dem, was ich momentan schon wieder dabei habe für die nächsten Wochen. Ja, also ich denke, da brauchen wir jetzt nicht sparen. Das Ding ist halt, wir müssen relativ schnell den Sauerstoff nachpumpen. Weil uns geht das langsam aus, dass der Sauerstoff, ich weiß gar nicht mehr, wo der letzte Sauerstoff war, der noch halbwegs atembar war. Weil in dem Sauerstofftank hinten, glaube ich, war nicht mehr die Wucht drin, wenn ich mich nicht ganz täusche jetzt natürlich.